Findet alles, was die Rebellen hinterlassen haben. Nahrung, Waffen, Pläne. Nehmt diese Stadt komplett auseinander. Der Wärter Tyner war auf der anderen Seite des Netzes. Er sagt, dass alles, was Phobos uns über die Erde erzählt hat, gelogen ist. Die, die sie nur die Magierin nennen, ist das allerletzte Überbleibsel des Alten Reichs. Wieso wurde sie nicht mit allen anderen herausgebracht, als wir die unendliche Stadt erobert haben? Selbst die Rebellen fürchten ihre Macht. Ich habe 5 meiner Männer hineingeschickt. Keiner von ihnen ist zurückgekommen. Dann geh selbst hinein. Nichts geht darüber, 100 Rebellen vor einem bösen Prinzen zu retten, um den Appetit anzuregen. Hey, ich gehe noch ein Stück mit euch mit. Dem Buch der Geheimnisse zufolge wird Phobos bei der Krönung in 2 Tagen damit anfangen, Elion die Kräfte auszusaugen. Wie wollen wir meine Armee über die meridianischen Ebenen zum Schloss führen, ohne gesehen zu werden? Was hältst du davon, wenn wir sie alle als Vertreter verkleiden würden? Hallo, wie wär's mit einem Abo für das Magazin Schöner Wohn für Prinzessinnen? Das ist ja wirklich sehr feinfühlig. Elion ist in großer Gefahr. Und weißt du was? Ich habe deine blöden, sinnlosen Witze satt. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal versuchst zu helfen? Cornelia? Hey, Will. Hallo alle zusammen. Hallo, Matt. Wir sollten dann vielleicht einfach schon mal vorgehen. Helen? Du hast ganz schön viele Stunden versäumt. Stimmt irgendetwas nicht? Es ist ziemlich schwer, das zu erklären. Zurzeit habe ich größere Probleme als versäumte Schulstunden. Du wirst es nicht glauben. Ist es deswegen, weil du... Naja, wie soll ich sagen? Weil du mich gepackt und geküsst hast und so? Nein! Das war eine Sache, alles klar. Das hier ist eine ganz andere Sache. Verstehst du? Entschuldige, wir sehen uns später, okay? Phobos zahlen sehr, sehr viel. Muss finden magischen Stein für Phobos. Passiert? Da oben, der eine Raum. Ich bin reingegangen. Grauenhafte Bestien mit großen Zähnen. Es sind unglaublich viele gewesen. Wachen! Geht in den Mahlraum. Anscheinend benutzen die Rebellen Loden, um unser Getreide zu stehlen. Loden? Na los! Das sind böse Geschöpfe. Tut mir leid, dass du das gesehen hast. Ich habe angeordnet, dass all diese Türen versiegelt werden. Wenn sie Verdacht schöpft, dass diese Wesen für uns arbeiten, verliert sie das Vertrauen, das wir brauchen, um meinen Plan zu verwirklichen. Ich werde die entsprechenden Wachen bestrafen lassen. Wenn
Wenn ich die Armee irgendwie in das Schloss bekäme, hätten wir eine reelle Chance. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Oh, ich bin zu müde zum Nachdenken. Du scheinst ganz schön auf diesen Matt zu stehen. Wie kommst du darauf? Ja, warum? Ich hatte nur das Gefühl... Dass er mich mag? Nein, dass er uns verfolgt. Huh? Tja, bei meinem Glück ist das wahrscheinlich blank. Also, gute Nacht. Hey, Matt! Bin ich froh, dass ich dich treffe. Ich brauche einen Rat zum Thema Frauen. Du weißt schon, wegen mir und Irma. Da bin ich der Falsche, Martin. Ich werde ja nicht mal aus Will schlau. Gestern hat sie mich einfach gepackt und gab mir einen Kuss. Doch heute tut sie so, als wäre gar nichts gewesen. Haha, alles klar. Ich weiß haargenau, was du damit meinst. Naja, abgesehen von dem Küssen. Vielleicht hätte ich nicht gleich aufgeben sollen. Dass ich aufgebe, ist wohl das, was die Frauen an mir am coolsten finden. Bis später, Martin. Ja, dann können wir noch eine Runde abhängen. Sein blank. Blank jetzt reich sein, ha? Blank sein schuld. Lass den Quatsch. Blank, das ist nicht witzig. Gib mir das Herz zurück. Er hat mich überfallen und mir das Herz aus der Hand gerissen. Dann schlug er mich nieder und suchte das Weite. Und er meinte, dass er jetzt reich wäre. Dieser habgierige kleine Zottelball. Also, ich weiß nicht, Leute, klingt das für euch wirklich nach Blank? Er ist ein hinterlistiger Schmuggler. Was klingt denn da für dich nicht nach ihm? Keine Mann hat uns den Kristall gestohlen, Witze, Irma. Will, das Amulett hätte auch nicht lose im Rucksack rumliegen dürfen. Du hättest es festhalten sollen. Ich hab's ja festgehalten. Er hat mich überfallen. Wem würde Blank es verkaufen? Phobos. Passierer leben schon seit Jahrtausenden davon, dass sie Sachen, die ihnen nicht gehören, an die Reichen und Mächtigen verkaufen. Hey, Leute! Heilin hat das Portal summen hören. Es befindet sich dahinter. Toll. Wir sind in Phobos Kühltruhe. Oh, tut mir echt leid. Ich meinte, es ist sehr kalt hier, findet ihr nicht auch? Und die Lage ist super ernst. Das ist Horus Kilm, eine riesige Eisebene. Das Schloss liegt auf der anderen Seite dieser Bergkette. Ich kann's immer noch nicht fassen, dass uns dieser wandelnde Müllschlucker reingelegt hat. Na wartet, wenn ich den erwische. Leute, ich friere wie sonst was. Wie sollen wir ihn finden, wenn wir nicht fliegen können? Er wird den Übergang nehmen, der am niedrigsten liegt, den dritten Pass. Blank ist nicht so schnell wie wir, aber er ist leichter. Und warum ist es ein Vorteil, wenn man leichter ist? Alles klar, versteh schon. Wir sollten uns verteilen. Prinz Phobos, Jig haben Herz von Kandraka. Ah, treffen am gefrorenen Wasserfall von Kilm. Flieg! Wie können solche Geschöpfe überhaupt in einem so friedlichen Reich leben? Elion, bei einem Picknick gibt es auch Wespen und Ameisen, oder? Miranda, wieso wohnst du in diesem Schloss? Und was machst du hier eigentlich? Du bist das einzige Mädchen hier außer mir. Warum?
Oh, die große Fragestunde. Tut mir leid, aber... Lass nur, das ist in Ordnung. Weißt du, ich kenne deinen Bruder schon sehr lange. Er hat sich um mich gekümmert, als damals meine Eltern... Als sie... Oh, entschuldige. Komm, wir müssen nicht darüber sprechen. Wir machen etwas Lustiges. Na los! Getan. Wir haben dir alle blind vertraut. Ich kann nicht glauben, dass du das Herz von Kandra K. gestohlen hast. Du musst es zurückgeben. Gestohlen? Blank nichts genommen. Nur leckeren Teebeutel. Hier, sieh mal. Ach, Will hat dich doch gesehen. Sie hat Heilin angerufen. Sie sind alle nach Meridian gegangen, um dich dort zu suchen. Nein, Blank glauben müssen. Blank nie würden. Jeek. Was zu? Will, ist das nicht dein Freund gewesen? Huh? Matt? Ach du Schreck. Hallo, Will. Na wunderbar. Ich würde dich gerne zur Erde zurückbringen und dir alles erklären. Zurück? Zur Erde? Aber unglücklicherweise sind wir gerade hinter diesem kleinen grünen Typen her, der uns hintergangen hat, um etwas, das uns gehört, dem Prinzen des Bösen zu verkaufen. Also müssen wir weiter. Mädchen, Blank sein unschuldig! Vor lauter Kälte meine Zähne nicht fühlen. Wenn ich nur verstehen würde. Red nicht so viel. Lauf! Wir haben den Engpass bald erreicht. Oder? Wisst ihr was? Ich schlage vor, wir rücken jetzt alle ganz dicht zusammen. Wir sind gleich Bärenfutter und du machst Witze darüber, dass wir uns warm halten sollen? Nein, nein, Irma hat recht. Kommt alle hierher. Und jetzt hochspringen. Sein, die müssen beweisen, müssen schützen, guten Namen. Naja, Schützennamen jedenfalls. Der Passierer Jeek hat euch eine Nachricht geschickt. Es interessiert mich nicht, was er zu verkaufen hat. Wiederhole es. Sagen Prinz Phobos, Jeek haben Herz von Kandraka. Treffen am gefrorenen Wasserfall von Kim. Flieg! Das Herz! Übernimm die Führung der Truppen und triff dich mit ihm. Schnell geschaltet, Irma. Danke. Und ich glaube, die Worte, nach denen du gerade suchst, lauten, tut mir sehr leid, nützliche Irma. Schon gut, lass mich in Ruhe. Und wie kommen wir hier raus? Da ist so eine Art Röhre. Was ist das eigentlich für ein Ding, das ihr wiederhaben wollt? Es ist wichtiger, als du dir jemals vorstellen kannst, Matt. Blank nicht schuld, Jeek schuld. Blank nicht schuld, Jeek schuld. Das Eis ist hier dick genug für die Bestien. Folgt mir!
das einfach nur sowas wie eine Sackgasse ist? Die Röhre führt bis zur windgeschützten Seite der Felswand. Vertraut mir, los, runter! Oh. Springt, Leute! Da unten ist ja der Bursche. Ja, du! Blank, genau, aber Blank nicht Dieb sein. Dieb Jig! Dieb Jig! Der da, Dieb! Was denn? Es gibt zwei von denen. Der da! Stinkt's ja so. Wächterin, seid vereint! Zieh dir das rein, Meg, das ist echt cool! Das Herz, worauf wartest du? Na gut, verschone ihn, du Bestie. Jetzt lass sie frei, alle beide. Wolltest du etwa das Echte? Ich habe auch noch einen netten kleinen Trick auf Lager. Alles in Ordnung? Tja, ich denke schon. Jetzt verstehst du vielleicht, wieso ich in letzter Zeit öfter nicht in der Schule war. Mhm. Los, ab nach Hause. Von Mädchen. Niemals Böses antun. Entschuldige, wir haben so ein schlechtes Gewissen, weil wir dich für einen Dieb gehalten haben. Hey, sprich nur für dich selbst. Ich vermisse noch zwei Stifte und einen Schokoriegel. Nachsehen unter Bett. Uns bleiben nur zwei Tage Zeit, bis Phobos Elyons Kräfte aussaugt. Ob bereit oder nicht, meine Armee muss auf jeden Fall angreifen. Auf uns kannst du zählen. Matt, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich brauchte auch lange, um alles zu verstehen. Das Wichtigste ist jedoch, du darfst es keinem sagen. Ich wüsste ja nicht mal, was ich sagen sollte. So,
Cornelia. Da sie uns mit ihrer Idee auf- und abzuspringen das Leben gerettet hat, wirst du endlich damit aufhören, Irma zu nerven, sie würde nie etwas Nützliches sagen. Cornelias Gesicht sagen, nicht übertreiben, Mädchen.